Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Blossom Tales. Heute gibt's Sidequests bis zum Abwinken. Oh ja, denn ich hole alles nach, was wir... Sorry, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Was wir verpasst haben. Ja, das sind 8 Herzteile, 2 Energieteile und ein großes Energieteil, das ich mir jetzt holen werde, denn dafür müssen wir die 20 Schriftrollen, von denen wir im letzten Part ja die letzte erhalten haben, nachdem wir uns auf ins Ödland gemacht haben und dort alles erkundet haben, erhalten haben. Da müssen wir nämlich alle Schriftrollen an Elijah zurückbringen, die diese ja verfasst hat. Und dann erhalten wir von ihr ein riesiges Energieteil, könnte man sagen. Du hast sie alle gefunden, ich freue mich so. Jetzt kann ich mein Abenteuer veröffentlichen und jeder kann es lesen. Ich glaube, ich nenne sie Elijah's Tales. Hoffentlich verkaufe ich genug, um das nächste Abenteuer zu finanzieren. Mein nächstes wird noch größer und noch besser, also erzählt euren Freunden von Elijah Tales. Oh, und hier ein ganz besonderes Geschenk als Dank für eure Hilfe. 4 Teile. Also eine komplette Energieerweiterung. Und jetzt fehlen wirklich nur noch 2 und dann haben wir alle Energieteile in diesem Spiel. Ja, was ein bisschen schwieriger wird, sind auf jeden Fall dann die 8 Herzteile, die mir fehlen. Und da bin ich gespannt, wo ich die verpasst habe. Deswegen gibt es jetzt im kurzen kurz zusammengefasst, wo ich alles verpasst habe. Bis gleich. So, ich habe gelesen, hier bei dem Gambling-Spiel soll es noch ein paar Energieteile zu gewinnen geben. Ich weiß nicht, wie viel ich da gewonnen habe damals. Deswegen spiele ich da jetzt einfach ein paar Runden und guck, was ich so bekomme. Mal sehen. Wehe, du verarscht mich. Ich bin die Ritterin jetzt, ne? Ich habe den König gerettet. Lol. Dankeschön. Ich will gerne noch eine Runde. Mal gucken, was ich jetzt gewinne. Ein Herzteil. Alles klar. Okay, aber man sieht wenigstens, was es alles noch zu gewinnen gibt. Das heißt, wenn es wirklich nichts mehr zu gewinnen gibt, dann sehe ich das auch. Und da habe ich auch schon das Herzteil. Das ist echt fies, dass es hier mehr zu gewinnen gibt. Und da ist noch ein Energieteil und das ist das letzte Energieteil in diesem Spiel. Ja, nice! Perfekt! Damit haben wir maximale Energie. Ich finde es sehr schade, dass das wirklich bei den Herzen nicht so komplett ausgefüllt ist, weil man sieht, da fehlt noch, glaube ich, ein Herz. Also hätte man noch 4 Energieteile versteckt, dann wäre das komplett gewesen. Aber das wäre natürlich dann, ne? Dann wäre viel zu viel versteckt gewesen. Auch wenn ich es sehr mag, wenn viel versteckt ist. Naja, ich hätte vielleicht nochmal nachgucken sollen, ob es vielleicht noch ein Herzteil oder so zu gewinnen gibt. Wir haben ja das Geld, also das ist definitiv nicht das Problem. Du hast bereits alle meine Preise gewonnen. Danke fürs Mitmachen. Ach, okay, sagst du mir auch noch. Das ist aber nett von dir. Dankeschön. Gut, dann hätten wir 3 weitere Sachen. Fehlen nur noch 7 Herzteile und dann haben wir alles. Und die werde ich jetzt hoffentlich auch relativ schnell finden. Schnitt. Ich bin immer noch in der Hauptstadt und zwar brauchen wir hier auch wieder Totenschädel für einen Herrn William, der anscheinend Shakespeare nachspielen möchte. Ihr habt einen gefunden, habt Dank, gelandete Ritterin. Einen Ausgleich für eure Hilfe? Bitte sehr, ein Herzteil. Ja, der möchte nur einen Totenschädel haben, den ihr natürlich erst bekommen könnt, wenn ihr schon im Ödland wart. Solltet ihr das Spiel auch spielen wollen. Weiß gar nicht, ob ich die Quest überhaupt angenommen habe. Ich habe es auf jeden Fall nie gelesen, dass der einen Totenschädel haben möchte. Deswegen, ja, war schon hilfreich, der Guide. Jetzt gibt's wieder einen Cut. Ich guck wieder, was sonst noch fehlt. Bis gleich. Erinnert ihr euch noch an die Statue, die es im letzten Part gab, die uns einfach ein Herzteil gegeben hat? Davon soll es 3 im gesamten Spiel geben und eine soll sich hier in den Sümpfen befinden. Ich muss gerade ganz kurz gucken, ich dürfte richtig sein. Hier muss eine Statue irgendwo rumstehen. Bin ich anscheinend ständig vorbeigerannt oder ist die extrem klein oder... Was, warum, wieso, weshalb? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier nur den Brunnen. Das ist mega merkwürdig. Moment. Lass mich mal ganz kurz gucken.
Das ist auf K7. 7 ist ganz unten. 3, 4, 5, 6, 7. Und K ist 1, A, B, C, D, E. Moment. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ach so, ein Screen weiter. K ist der letzte Screen. Okay. Alles klar. So wären natürlich auch noch die Screens hier wichtig. Alles klar. Hier muss es irgendwo eine dieser Statuen geben. Das war ja im letzten Part ein Axtkämpfer und anscheinend gibt es da noch andere neben den Axtkämpfern. Ich sehe nur die Statue gerade nicht. Bin ich blind? Anscheinend. Wo ist die denn? Da drüben geht's auch irgendwie weiter, oder? Statue? Statue, wo bist du? Ey, warum sehe ich die denn nicht? Ich muss ja mega blind sein. Moment. Spiel, das hast du nicht wirklich gemacht. Ist das ekelhaft. Da ist die Statue. Alter, die war gut versteckt. Wirklich, Respekt dafür. Da will ich auch gar nicht sagen, dass das fies ist. Die war einfach gut versteckt. Wer da? Sowas Eigenartiges aufgeweckt zu werden von einer jungen Ritterin der Rose. Gönn euch ein Herz. Alles klar, nehme ich. Damit fehlt noch eins. Beziehungsweise noch eigentlich fünf. Aber eins kriegen wir eben noch von einer weiteren Statue. Und ich hoffe, dass ich auch diese Statue finden kann. Wir hören uns gleich wieder, wenn ich weiß, wo sich die befindet. Denn jetzt muss ich erstmal aus dem Sumpf raus und diesen Weg möchte ich euch ersparen. Und die letzte Statue muss sich hier befinden, in diesem Gebiet. Bin gespannt, wo ich die denn wieder übersehen habe. Oder habe ich die aus Versehen mitgenommen, weil... Naja, sind wir ehrlich, das ist jetzt schon so lange her, seit ich hier in diesen... Gebiet unterwegs war, dass ich... Aber... Oder? Ja, wieder richtig fies, oder? Nee, hier ist Schicht im Schacht. Hier geht's anscheinend wirklich nicht weiter. Okay, ich hätte schwören können, dass die wieder so fies versteckt ist. Moment, lass mich mal auf die Karte gucken. Da geht's aber lang, ne? Oder? Oder bin ich gerade blöd? Ja, ich weiß nur, dass sie hier sein muss. Irgendwo hier. Wir können auch hier lang. Aber da kann man die ja gar nicht verstecken. Ja, da geht es auch nicht mehr weiter. Weil die muss ja irgendwie auf den Screen drauf passen. Nicht wahr? Das darf man nicht vergessen. Und irgendwie glaube ich, dass die weiter oben ist. Die Suche lasse ich jetzt ausnahmsweise mal drinnen, weil, naja, ist ja vielleicht doch ein bisschen interessant, nicht wenn ich einfach straight vor der Statue stehe. Und außerdem muss ich ja irgendwie die Partlänge in dem Part erreichen, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich bin hier auf jeden Fall richtig. Es ist B5. Ich habe mich nicht verzählt. Ja, weiter weggehen bringt nichts. Dann bin ich ja nur noch weiter weg von der Statue, Captain Obvious, ne? Sie muss in dem Screen sein. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Aber ich komme hier nirgends weiter. Das ist ein Ticken doof. Was mir aber auch darauf hinweist, dass ich hier anscheinend doch nicht richtig bin. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, wenn es zu lang dauert... Nein, wollte ich nicht kaufen. Ich sehe da oben was. Ja, da oben ist die Statue. Mega fies versteckt. Wer ist mir jetzt hierhin nachgefolgt? Nur wie komme ich da hin? Hier zwischen den Bäumen? Ich muss ja hier irgendwie anscheinend... Ja, hier zwischen den Bäumen. Alter! Was soll der Scheiß hier mit den Statuen? Team Ödland war ja relativ leicht, aber das hier schon wieder...
Verdammt, welch Tor wagt es zu stören, meinem ewigen Schlaf? Empfangt den Segen dieses roten Herzdingens und seht zu, dass ihr so verschwindet. Verdammt zum Teufel. Yay, und damit fehlen nur noch 4 Herzen und ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich suchen soll. Na dann, Leute, wünscht mir Glück, dass ich irgendwie die Teile finde. Ich werde das wieder schneiden. Also dann, bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt hier bei E3. Also nicht auf der E3, sondern bei den Feldern E3. Und dort können wir mit unseren Feuermedaillonen seit neuestem hier die Flächen wegburnen. Und damit schalten wir solche Hieroglyphen frei, die wir benötigen, um ein Rätsel zu lösen, welches man ja hier in dem Loch findet. Da habe ich ja ewig lang rumgeraten, habe dann gesagt, nee, ich hau lieber ab, weil was soll's. Ich finde da sowieso nicht raus. Ja, und jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Und zwar mit Hilfe dieser Hieroglyphen, aber ich bekomme erneut... Ah doch, ich kriege eine Reihenfolge, und zwar diese komischen grünen Flecken hier sollen die Reihenfolge sein. Jetzt brauche ich nur wieder, typisch wie ich bin, Zettel und Stift. Ah, sieh an, da liegt das ja alles perfekt rum. Geht hier drauf. Ich glaube, das kann ich benutzen. Komm runter, Vögelchen. Zack, perfekt. Nummer 4 wäre einmal mit dem Strich nach unten. Das sind eben die grünen Punkte, die daneben sind, für die Leute, die es nicht gecheckt haben. Hier ist, glaube ich, ein grüner Punkt, deswegen soll das hier, glaube ich, Nummer 1 sein. Ich hoffe, ich sehe das gerade richtig. Das wäre total blöd, wenn das nicht richtig ist, weil dann habe ich keine Ahnung, wie dieses Rätsel funktionieren soll. Kann man halt auch... Das hat keinen grünen Punkt. Das ist verwirrend. Warum hat das keinen grünen Punkt? Moment, aber das hier ist in dem Eck, das hier ist in dem Eck, das hier ist, glaube ich, in dem Eck. Ich merke mir das mal so, in welchem Eck die stehen. In so einem Viererquadrat stehen die ja anscheinend. Und das hier hat mega viele grüne Punkte. Ja, das wird es wahrscheinlich nicht sein dann mit den grünen Punkten. Dann hoffe ich, dass es mit dem Viererquadrat was zu tun hat. Ansonsten stehe ich hier wieder blöd da. Das wäre nicht so gut, wenn ich blöd da stehe, weil ich stehe nicht gern blöd da. So, na dann. Mach hin, Lilly. Ich mag die Geschwindigkeitsschuhe überhaupt nicht. Die sind mega dumm umgesetzt. Natürlich ist es so. Dann versuche ich einfach mal die Kombi, die ich mir hier gerade aufgeschrieben habe. Ich glaube aber nicht, dass die richtig sein wird. Das ist nämlich... Nein. Ja, das wäre die hier. Natürlich ist die nicht richtig. Was mache ich jetzt? Ich kann ja nur wieder raten. Ey, ich finde diese Rätsel so dumm. Es ist unglaublich. Oh Gott sei Dank. Wieder stumpfes, langes Rumprobieren. Es tut mir leid, aber das sind die schlimmsten von allen Rätseln. Geschafft. Fehlen noch 3. Kriege ich die hin? Mal sehen. Oh, da war ich wohl in den letzten Parts etwas ungründlich. Habe ich einfach einen Felsen übersehen. Zwischen solchen Blumen. Kann ja mal passieren. Immerhin habe ich es jetzt gefunden. Auf meiner Suche. 2 Stück nur noch. Bin gespannt, welche 2 mir denn noch fehlen. War ich wieder irgendwo blind? Oder einfach nur doof? Und wieder ein total schweres Herzteil. Hier... Vom Schloss aus, vom Ausgang, kann man hier rüber gehen, diesen kleinen Gang. Und wenn man dann hier lang rennt, ich weiß es gar nicht, ob wir die vielleicht schon haben. Ich glaube es aber nicht, denn ich kann mich ja nicht dran erinnern, das hier mitgenommen zu haben.
Damit fehlt nur noch eines und ich werde nicht eher ruhen noch rasten, bis ich das auch mein eigen nennen kann. Ich bin gespannt, wie lange es dauern wird. Ich bin jetzt wirklich von Schritt Nummer 58 hoch zu Schritt 11 und ich hoffe, dass bei den letzten 10 jetzt noch eins dabei ist, das mir noch fehlt. Ansonsten muss ich in den Shops gucken, ob ich da irgendwie vielleicht noch was übersehen habe. Wir sehen uns. Da fehlt mir doch wirklich eiskalt das letzte Herzteil im Schloss. Ist das nicht irgendwie episch? Und ja, ich habe den kompletten Guide durchgeguckt. Und nein, ich dachte, ich habe es gefunden. Bin jetzt offscreen nochmal rumgerannt, weil ich irgendwie auch dachte, ich habe irgendwas im Schloss übersehen. Bin zuerst eigentlich da hochgerannt, wo der König geschlafen hat. Hab geguckt, ob ich da das Bett vielleicht verschieben kann. Und dann bin ich hierher gekommen und habe mich gewundert, warum... Ja... Warum dieser Tisch hier nichts hat. Denn solche Tische kann man normalerweise verschieben, wenn da nichts drauf ist. Und so ist es auch mit diesem Tisch. Und darunter befindet sich ein Loch und ich hoffe, dass da jetzt wirklich das letzte Herzteil ist. Aber es muss eigentlich so sein. Bisschen Geld. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es in der oberen Kiste ist. Deswegen mache ich jetzt zuerst die unteren auf. Schön viel Geld. Noch mehr Geld und gleich wissen wir es. Oh, ich habe Angst, bitte. Nicht. Wo bist du, Herzteil? Kann bitte irgendjemand dem Ritter, den dieses Bett hier gehört, töten? Alter. Fickt euch doch einfach alle. Das ist das fieseste Herzteil im gesamten Spiel. Ja, Leute, das waren sie. Wir haben alles. Zwei Items fehlen uns zwar noch hier im Inventar, diese bekommen wir aber erst im Finale. Ja. Und bis dahin müssen wir uns wohl mit allen Herzen, allen Energieteilen und allen anderen begnügen. Was man in diesem Spiel schaffen kann. Im nächsten Part geht's auf in Krokus Schloss. Ich überprüfe gerade noch, ob vielleicht hier nicht noch mehr ist, aber nee. Und dann werden wir dem fiesen Krokodil ein für alle Mal das Handwerk legen. Ich hoffe, dass euch dieser Party gefallen hat. Für mich war es eine ganze Menge Arbeit, deswegen würde ich mich mega über einen Daumen hoch freuen, denn so ein Nachholpart ist wirklich nicht einfach so auf die Schnelle gemacht. Das übersehen viele von den Zuschauern meistens, aber... Ne, die Leute, die wissen, wie es ist, Herzteile nachzuholen in Spielen, die wissen, wie viel Aufwand das hier ist. Und das dann alles natürlich auch noch zusammenzuschneiden und so weiter. Deswegen bitte ich um einen Daumen hoch, vielleicht ein letztes Mal. Ich weiß es nicht, vielleicht liked ihr auch noch den finalen Boss. Das wäre auf jeden Fall nett, wenn ihr noch dranbleiben würdet. Denn das Spiel ist ja schließlich noch nicht vorbei. Aber bald ist es vorbei. Ja, beim nächsten Mal geht's hier rein. Oh, der Totenkopf, mega bedrohlich. Hoffe, dass euch dieser kleine Part hier mit den ganzen Nachholstuff gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö, euer Ultra.